Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Lessons. Willkommen hier zurück auf der Epsdorfer Heide mit dem lieben Florian. Hallo. Einen wunderschönen. So, wir sind zurück auf der Epsdorfer Heide. Wir haben jetzt einiges umgestellt. Ich kann jetzt endlich bis zu meinem 53 km/h Gang schalten. Ich habe nochmal andere Reifen draufgezogen, weil die BKT. Ja, der ein oder andere weiß es. Ich bin kein Fan von Breitreifen. Und dann dachte ich mir, ja okay, probieren wir es mal aus, aber die hinten, ne. Hat nicht ganz so gut ausgeschaut. Und ja, jetzt sind wieder Standard normale drauf. Wir, beziehungsweise Philipp hat seinen Johnny gewechselt. Ich habe einen Nenner 630er statt einen 74-30. Weil mit dem hast du nicht fahren können. Nee. Ganz schwierig. Jo. Okay, das heißt, ich fahre jetzt mal zurück zum Hof. Jetzt müssen wir gucken, weil hier so viel Verkehr ist. Aber geht. Jetzt kommt nichts mehr. Wunderbar. So, muss dann, ne? So. Diesmal mal da wieder nach links. Ich weiß, können wir den zusammenklappen? Beziehungsweise kann man ihn irgendwie zusammenklappen? Ne, macht nichts. Ne, vielleicht ein Z? Ne, auch nicht. Dann gucken wir ganz kurz in den F11. Nee. Nee, kann man nicht einstellen. Nee, hier muss ich noch nicht rein. Nee, kann man nicht einstellen. Nö. Gut. Haben wir dann auch geklärt. So, jetzt können wir mal hier gegen den Hof schalten. Zuerst machen wir mal Radio an. Wie soll ich denn jetzt. Oh Gott. So, jetzt hat. Hey. Ich weiß nicht, wieso ich mal Rockradio eingestellt ist. Das höre ich eigentlich gar nicht. Ich muss eigentlich schon mal Pop einsehen. Egal. So, jetzt können wir hier hochladen. 450, ihr seht's. Aber ich kann ja eigentlich wieder runterschauen, weil wir hier vorne gleich rein müssen. So. Weil du hast doch bloß den eine Achsring genommen. Hm? Den Zweiachsring. Ja, hab ich doch gesagt, ob der Zweiachs allein, also vom Ballenwagen. Ich hab gedacht, den Tandem, egal. Also hin den Tandem, hab ich gemeint. Achso, ja, Zweiachse ist ein Zweiachse. Ja. Das wäre dann Dreiachse. Mit Dreiachse, glaube ich, erstens, er ist, glaube ich, momentan noch ein bisschen zu groß. Und zweitens, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich würde mir hier überall reinkommen. Ich glaube nicht, ne? Ich weiß es nicht. Ich will es eigentlich nicht raus, aber überhaupt diese Einfahrt hier ist echt ein bisschen schmal. Ich weiß zwar nicht, ob irgendwo in den Buschen ein Stein oder was versteckt ist, und zum Schluss kommen wir nicht rein und dann ist die, ja. Der Schlamassel wieder groß, ne? Ja. Jetzt noch weiter am Händler. So, momentan, ich weiß gar nicht, momentan nicht, aber wir müssen ja noch einiges abholen. Drescher wenn wir noch abholen, den werde ich jetzt dann gleich nochmal kaufen. Hat er noch? Seemaschine, Hammer, Gruppe, Hammer. Flughammer. Spritze brauchen wir noch. Da ja, okay, ich bin unterwegs. Da habe ich tatsächlich eine Amazone mit drauf genommen, die kann ich eigentlich gleich kaufen nochmal, wenn ich schon gerade stehe. Ja, doch, das ist dann mal auf der einen gerade schon Bio sind, müssen wir hier auch mal wieder ein bisschen Spitzmittel reinbringen. Ne? so, die Ansicht ein bisschen. Gibt's auf dem Modhub 15 Meter, die kaufen wir uns. Dresch, also weil wir brauchen vorher noch irgendwas. Oh, ganz wichtig. Wiesentechnisch. Schwader haben wir ja noch keine. Heuwender, Schwader, ja, da war viel etwas. Haben wir nochmal eine Krone. Und wenn, dann nehme ich. Ja, du tust ja vom Quernland eigentlich, ne, oder? Bei 24.000, 16.000. Ah, komm, nehmen wir den. So, dann haben wir wiesentechnisch auch schon mal alles abgeschlossen. Ladewagen brauchen wir nicht, dafür haben wir eine Ballenpresse. Frontlader. Da bei meinem Steuerrad eigentlich FZ30 komplett aus. Oder nehmen wir Frontlader, warten wir noch, weil dann nehmen wir noch was anderes mit drauf. Aber wir haben, nee, momentan haben wir keine drauf. Ich kaufe mir einen Johnny Frontlader, so. Wohl haben wir den Ding mit drauf. Dann kaufe ich jetzt schon gleich mal Drescher, weil Drescher ist momentan echt noch wichtig. Nee, ich kaufe doch keinen.
Ja, schätzen wir mal dran. Design mit allem. Ich nehme schon mal den Schwader mit, ne? Ja. So, Drescher. Jetzt ist die Frage, sollen wir uns einen Drescher kaufen? Weil dann haben wir noch geschlagene 11.000 knapp. Also müssen wir einen Kredit aufnehmen. Ich glaube, Drescher können wir uns das erste auch noch mieten, oder? Würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Gut, weil solange, wenn der größere Teil vom Fuhrpark da ist, also wie jetzt Flug, Ding und Düngerstreuer und so weiter, dann passt's. Also wenn wir alles, was wir so fürs Leben brauchen haben. Deswegen fahren wir jetzt mit dem Händler rum. So. Weißt du, wir stehen jetzt noch am Händler? Spritze und Wender. Ah, okay. Das heißt, ich nehme nur die Spritze mit. So, ich fahre immer wieder rechts. Ne, Auto kommt momentan keins. Das heißt, wir kommen hier schön easy raus ohne Probleme. So. Das war vorher immer die Grenze und jetzt können wir auf 450 raufschalten. Er kann also eine ganze kmh-Zahl mal ausnutzen. Das war vielleicht schon knapp, Flo. Mhm, ich hab's gesehen. Ich war ganz schön mal auf meiner Straßenseite, ne? Aber der Steil geht schon gut. Muss man schon sagen. So, wir müssen da gleich mal auf unsere Felder gucken, was da denn zu tun ist, alles so weiter. Haben wir gar nicht drauf geachtet noch. So. Da nehmen wir mal die Spritze hier mit. Zack. Wunderbar. Oh. Ich werde die Gruppe eher hochschalten als wir in der Runde. So, jetzt hat er aber. Dann kommt nix. Ah, dieser Weg, wie verfahren der ist. Eieieiei. Aber sieht man schon, der hat schon Power, der kommt schon schnell noch auf seine kmh-Zahl. Das heißt, wir haben jetzt noch einen Wender am Händler stehen und dann glaube ich haben wir schon alles, was wir jetzt so brauchen, bis auf Drescher, aber dann den mieten wir uns. Ja, glaube, dann haben wir alles. Oh, hier vorne geht es schon wieder rechts rein. Rasch ab sein. Okay, nochmal schnell rüber, bevor der Betonmischer kommt. So, ich hab jetzt. Okay, kommt mir nicht entgegen, wunderbar. So. Zack, hier drin. Da ist jetzt übrigens der neue Johnny. Mach da gleich auf hier, warte. Oh, danke. Da ist nicht. Müssen wir mähen? Ich weiß es nicht. Können wir mähen? Weiß ich tatsächlich jetzt gar nicht. Muss ich dir sagen. 80 ist ändere. Alle können wir hinter vor. Für 2 ist auch erntereif. Was ist denn da drauf? Gerste. Ich vermähen. Okay, dann miete ich uns einen Drescher. Beziehungsweise ist, ist er reif, oder? So, ja, da kommen wir auch noch raus.
So, jetzt gucke ich aber trotzdem mal kurz nach. Die 2 und die 1. Okay, die 2 ist reif, die 1 wird dann bald reif. Das heißt, ich miete uns den wunderbaren Drescher. Leiser. Ja, es passt soweit. Dann mieten wir uns den mal. Schneidewerke. Da haben wir es. Jupp, ist das. Wir haben. Ja, doch, brauchen wir Heimteile. Ja, doch, Heimteile brauchen wir, gut. Dann bieten wir uns das auch. Schneidwerkswagen. Da. Und. Wirst du da ohne Probleme durchkommen? Wo denn? In der Halle. Mit dem Mähwerk. Ja, also ich hatte kein Problem. 80. Das hast du hoch und dann links. Ich weiß halt nur nicht. Ja doch, komm raus. Ja doch, ich müsste eigentlich schon das. Wenn ich reingekommen bin, müsste ich auch wieder rauskommen. Ah ja. Oh. Steht die Hänger anders schon drin. Nur noch einmal drehen. So. Ja, da stehen sie. Falls sie wieder vorwärtsgang stehen. Ich muss aber anders schon rausfahren, oder komme ich sonst nicht raus. Aber der Stall ist sogar schon dreckig. Eieiei. So. Ja, doch, gut. Ganz gut raus, würde ich sagen. So, aus dem ganz gut rauskommen ist dann doch nichts geworden. Also jetzt müsste ich über. So, jetzt geht's aber. Und schnell wieder rüber. Ja, geht. Ja, die laufen schön nach. Das Mähwerk hört sich nicht gesund an. Nicht. Die 2 ist ja da hinten irgendwo, ne? Ganz und gar nicht. Wieso war diesen? So ein bisschen laut. Okay. Muss halt die Innenansicht fahren, dann höre ich das nicht so. Nee, genau so laut. Ach so. Dann schwierig. Wunderbar. Ja, warte mal, damit wir eine kurze Karte aufmachen. Die 2 ist da hinten, doch, hier könnt ihr fahren. Drehen wir hier nochmal mal schnell. Ah, hier kann man durchfahren, ist ja am Rand hier, da passiert nichts. Ist eh noch nicht gewachsen, also. Da sagt keiner was, ne? So. Jetzt trotzdem kurz nachgucken. Ah, wo wird denn da? Ah, da vorne, das ist sonst das, ne? Jo. Unverfehlbar. Das hat eine andere Textur. Hm? Das Gras hat hier eine andere Textur. Gut, so ein bisschen feierig. Ja, es kann entweder da liegen, weil wir Mais Plus mit drauf haben. Oder es liegt von, es kommt von der Map her. Eins von beidem, ne? Es sucht ein bisschen arg hoch und laut. So, kann ich hier stehen lassen. Wenn das normal ist, dann. Ist halt ein bisschen älteres, ne? Ich weiß, ob da dann. Darf so aber ist. Trotzdem nicht versuchen. Ich weiß. Das quietscht ja eher, wie das ist. Weil, lass mich mal kurz einsteigen, müssen wir selber mal kurz anhören. Ja, der gehört übrigens nicht uns, der steht hier. Nur rum. Bin aufgestiegen. Machen wir nur das vordere rein. Ich sehe aus. Das ist hintere. Wenn du das vordere einschaltest und dann auch ablässt, dann hört sich das nichts mehr an. Das rauscht ja richtig aus. Ja!
Muss ich dir sagen, weiß ich nicht, ob dazu muss. Kann ich dir, keine Ahnung. Warte, ich jetzt Drescher. Richtig ausrastet. So. Zwei Gänge, vier, so. Oh, jetzt ist der Automatik an. So. So, oh ja, mir nur egal, den hol ich dann später mal ab. Dann wollen wir hier das Schild abmachen, zack. Zack. Ja, gut. Ja doch, können wir sie draufpacken. Geht doch nicht so, wir müssen noch einmal zurück. Sollen wir dann gleich heu machen oder Silage? Warten, mehr bringt, ne? BGA haben wir ja noch nicht. Aber im Prinzip mir ist es eigentlich egal. Guck jetzt dann gleich mal nach, wie die Preise denn liegen. Bei Heu ist halt so, da haben wir halt schnell Geld. Bei Silage ist halt so, da brauchen wir halt immer, ne? So. Wir haben doch die Ballenpresse. Ach so, stimmt. Dann warte mal ganz kurz. Wie liegen die Preise? Weil wir brauchen dann einen Frontlader. Heu. 157 sinkt. Silage. Okay, wir machen Silage. Bei der Ball war für 4. Aber du musst von hinten schauen, gell? Bei Grassilage. Ach ja, stimmt, ich habe mir genau, stimmt, wir haben das Ding jetzt mit drauf. Das Lizenzen, jetzt brauchen wir nicht. Das ist doch GPS siliert, oder nicht? Gras dann. Weiß ich nicht. Weil das ist andere ist hier Luzerne-Silage. Muss aber auch irgendwo Grassilage sein. Dann kommt Klee-Silage. Silage, nee, Mais, nee. Ah, da. Grassilage. 165, nee, 224 bei Agravis. Bringt jetzt mehr Heu oder Ding? Ich bin gerne mal am gucken und dann nochmal. Heu ist ja dann glaube ich ganz normal. Ja, Heu ist normal. Okay, dann sind wir Heu bei 142. Sinkend. Also ist eher Silage. Meiner Meinung nach. Eher Silage, sagst du. Weil das sinkt bringt also dann. Silage, also gleich zusammen schwaden, nicht wenden. Ja, gleich zusammen schwaden. Würde ich mal sagen. Weil wir wollen ja hier das Geld machen. Und ja, kommt da etwas noch? Nö. Jetzt bin ich raus. So. Dann fahren wir mal auf den Nachhauseweg. Brauchen wir jetzt halt die Weile, weil er läuft nur 25, aber mal. Oh, ich hoffe, da vorne kommt jetzt dann kein Auto oder Pedometer oder LKW, weil da ist der Zaun so eng. Ich will ja nicht hängen bleiben. Oh, es kommt nichts, perfekt. So ist das doch schön, ne? Mit dem, was ist jetzt Gäste, glaube ich, was drauf ist, was sollen wir mit dem machen? Direkt verkaufen oder einlagern? Ich verkaufen ja bloß. Bläh. Wir haben ja keine vier. Wir können bloß Kühe machen. Stimmt, ja. Und die brauchen uns ja gerade. Also ich weiß nicht, ob man Kühen Gäste geben soll. Fressen werden sie es wahrscheinlich vielleicht schon, aber als Hauptnahrung schwierig. Ja.
kommt auch die Art drauf an. Wenn sie verfressen ist, dann wird sie es wahrscheinlich schon fressen. Wahrscheinlich, ja, wobei verfressen ist. Bist du böse? Ja, was denn? Es gibt welche, die sind die fressen nicht so viel, dann gibt es welche, die fressen mehr. Es gibt welche, die fressen viel wie Flo, und es gibt welche, die fressen wenig wie ich, was? Ey. Nee, war Spaß. Das sieht man am Bauchunterschied. Minimal, aber man sieht's. Was für ein Bauch? Der Bierbauch, was? Ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst, dass ich irgendwo oben hängen bleib. Nö, geht. Wo okay, denn ich den Schwader hin? Ach ja, genau. In die eine Halle, in die graue. Erbe. Ja. Oh Gott, so. Und das nächste Pflänzchen ist draufgegangen. Eieieiei. Okay, die einfach ist aber auch halbweise. In den Dresche hier reinkommen, ist auch ein kleiner Parcours hier. So, tada. Abkuppeln kann man machen. Der Hof ist allgemein noch ein bisschen blöd gemacht hier bei der Ausfahrt. Ja, ich muss mal gucken, ob ich vielleicht mich ransetze und den eigenen Hof baue. Vielleicht. Wenn ich Lust und Zeit habe. Ich muss sagen, also vom Hof, also die Karte an sich finde ich schön, aber vom Hof her, ja, nicht ganz so meins. Gut, die Silos hinten draußen sind schön. Ja, das ist alles schön, aber die Ausfahrt ist ultra kacke. Ja, erstens das. Und die Hallen, ja. Kann man sehen. Die stehen scheiße. Da kommt halt nirgendwo gescheit ran, ne? Nee. Hier ist schon schwarz abliegen hier. Ah, wir haben ja auch der Ding. Oh, das war knapp am Steuer. Wir haben ja auch das Dingens drauf, wenn wir über die Stoppeln fahren, also die wo noch übrig sind, dass die dann noch ein bisschen kleiner werden. Dann man sieht sozusagen die Spuren, wo man gefahren ist. Ja, hier haben wir den relativ schön. Ist jetzt da eine Lücke zwischen oder? Ach nee, das ist da schon gar. Ah. Was echt? Ah, das sind schon die 44, stimmt. Stimmt. Oh, Flo! Mir ist gerade aufgefallen, mit unserem Schwader darf man bloß 25 fahren. Egal, das sieht doch keiner. Wenn wir da mal ein bisschen schneller fahren, da jetzt. Nee. Ich sehe da kein Problem. Und die Reifen werden sehr wohl aushalten, glaube ich. Mal schon. So, ich war hier absichtlich jetzt gerade so, weil ich eine relativ gerade Linie ziehen will. So. So, und jetzt kann man eigentlich schon mit GPS fahren, normalerweise der Vorgewende dürfte reichen, meines Erachtens. So, mal rüber. Wie breit ist denn der Schneidweg oder welchen Metrage hast du gekauft oder gemietet? Den Dominator. Wie breit ist denn da der Schneidweg? Ich bin gerade am nachgucken, oder gemietete Fahrzeuge. 5,01 Meter, also 5,10 Meter. Ja, okay, dann müssten zwei Vorgewinde reichen. Aber zwei gehen ja 5,1. Sagen wir so, ja, passt. Dann haben wir Steuerung W. Oh, das passt direkt. Oh, der fährt gleich los. So. Okay, mal so, passt. Schön, dass wir 10 können wir sowieso nicht fahren. Viele ist jetzt hier nicht runterkommen. Großes Gewicht ist auch nicht. Die 81, die 80 oder ein bisschen gerade? Die 81. Ja, die okay. 80 ist noch nicht reif. Also, sie ist noch gar nicht reif.
Er muss, ja, aber so groß ist sie ja auch nicht, also. Wir können ja auch noch gerne eine Wiese kaufen, ich hab da nichts gegen. Nee. Wenn ich es auch ins Kontostand schaue. Ja, okay, stimmt. So, ich steche jetzt einmal mal mitten durch. Bevor es wieder so wird, wir auf der. Ehrengrad. Oder wo meinst du? Hier auf der Ehrengrad, ja. Ah, nee, wir sind doch immer stabil mit unserem Kontostand. Wir haben auch gar keine Schulden und so, nein. Da haben wir hier eigentlich Schulden? Nee, man, nicht normalerweise. Jetzt haben wir Schulden. So. Aber ich glaube, wenn man jetzt ein bisschen was aufnehmen würde, würde uns das die Bank noch nicht übel nehmen, weil die sieht ja, okay, die haben so 142.000 auf dem Konto, wenn wir jetzt so 20.000 aufnehmen. Dann sagst du, ja, okay, gehen wir dir live. Dann kauf er was, dann haben wir so 5000 auf dem Konto und dann sagst du, ganz schwierig. Oh mein. Ey, diese Lenkung von dem Spader ist so sch. Warum? Achso, läuft er nicht gut nach, oder? Doch, aber wenn ich zurückgefahren muss. Achso, ja, okay, rückwärts fahren. Das ist dann pures Können. So, und diesmal dann mal wieder Nummer. Weil der dreht die ganze Deichsel, ja. Achso, der hat das. Ah, ja, okay. Dann. Oh. Ich weiß gar nicht, ich hatte jetzt gerade. Achso, der hat es nicht angenommen, weil ich noch eingelinkt hatte, ne? So, jetzt hat er aber. Ich bin jetzt am Pressen, ne? Okay. Du kannst schon auf Presse die. Ist. Auf die 2 kannst schon auch kommen, weil liegt hier in Schwarz ab. Na, mach mal. Ja, aber zuerst mache ich gerade jetzt mal Gras. Ja, ja, ich bin jetzt sicher noch am Dreschen. Willst du da vielleicht ein Bild machen? Pressen? Kann ich dann gerne machen, ja. So. Premium. Wie viel PS braucht die Ballenpresse überhaupt? Das kann ich dir nicht sagen. Hier hast du gekauft. Aber wahrscheinlich so um die 120, würde ich sagen, geschätzt. 150 PS. Oh ja, okay. Ja, wir haben beide 175, sowas mit den 380, das geht schon. Wir haben Rea oder sowas nicht mehr drauf, du sollst. Ah, da hinten sehe ich dich längs fahren. Ganz hinten. Am Ende haben wir kurz. Ja, ich habe aber die Quelllandversion gekauft, gell? Ja, ja. Also gab es die S2-Versionen, Quelland oder Vicon, oder? Jo. Okay. So. Ja, das UPS ist natürlich schon angenehm vom VCA. Man muss aber erstens nicht nochmal 15.000 ausgeben. Und zweitens, es ist einfach angenehmer zum Einstellen, meines Erachtens. Wir fahren zwar hier gerade ein bisschen knapp am Rand, aber gut. Er nimmt es ja noch mit. Ultra geil. Hm? Einfach durchgehend permanent fahren. Achso, beim Pressen? Mhm. Also ist das eine, wo man durchfahren kann, oder? Ja, die Fastbail. Die eine Vorpresskammer da. Ich hatte die tatsächlich zu meiner Schande lang noch nie im Einsatz. Ich auch nicht. Die lade die auch automatisch ab. Boah. Da kann ich, zu der kann ich halt überhaupt nichts sagen. Aber ja, okay, wenn man natürlich die hat, dann braucht man dieses Ballen-Skript-Dingens nicht mehr. Damit man automatisch anhält und so weiter. Wenn man durchfahren kann und sie legt automatisch ab, dann natürlich Checkpoint, ne? Die legt automatisch die gewickelten Ballen ab. Oh, wir sind gleich voll, habe ich fast drauf sind.
Dann machen wir Tempomat schon mal raus und da sind wir auch schon voll. Leuchte an. Da ist der Steirer. So, Motor an. Den kann ich abklappen. Jetzt ab. So, Halsperre das. Dann können wir losfahren. Der da hinten, das arbeitet permanent um. So, ich werde jetzt den noch abladen, aber wir dürfen uns fürs Zuschauen noch schon wieder bedanken, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen mehr, ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Unten den roten Knopf draufhaben, falls noch nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der App Store Heide. Ja, bis dahin wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Tag und macht es gut, haut rein und ciao. Ciao.